So, und herzlich willkommen zur nächsten Aufnahme von Estonia. Mal wie immer mit Manu dabei, der nur rumgeistert. Hallo. So. Da hinten sieht man ja schon wieder, dass es so ein bisschen nachlädt, glaube ich. In der Höhle hier. So lange es nur ein bisschen nachlädt. Ich meine, dass es minimal höher ist und dann, wenn ich mich näher, dass es sich dann wieder anpasst, ist richtig. So, das habe ich manchmal in der Höhle, sehe ich das schon öfter. Das ist ja die vorletzte Folge. Sozusagen hiervon. Vorerst, ja. Also für die Aufnahme, ja. Ja, die ersten 8 Folgen alle auf ein Stück. Ja, geht ja. Hauptsächlich die ersten 50. Ja, aber die nächsten 50, meine Güte, wie oft denn noch? So, nee, ja, nächste 50 machen wir dann aber alle auf einmal, ne? Hatten wir ja so vor. Würden halt nur 1 Minuten folgen, aber naja. Keine Beschwerden, oder? Nee, Beschwerden. 1 Minute und dann 2 Werbung drin. Genau, 1 Minute, 2-mal Werbung. 5 Minuten. 3-mal Werbung. 3-mal Werbung. Einmal am Anfang, einmal genau in der Mitte und einmal am Ende. Dann am besten aber noch so 5 Minuten Werbung. Ja. An sich sind die Folgen ja eh minimal eigentlich sozusagen länger als 20 Minuten. Aber wenn ja. Die an sich so nur 20 Minuten haben, dann sind sie ja bei mir an sich länger. Hast du eigentlich ein Intro oder? Du hast einen. Ich hätte das erstmal eins gemacht, oder wolltest du nicht, oder meistens nicht. Na ja, einfach kein Intro. Punkt. Finde ich nichts, da gibt es nichts zu sagen, aber ich einfach keins. Wie viele Knödel hast du noch da unten? Da hinten liegen noch 5. Oh, das werden mehrere Fahrten, wir haben nämlich nur noch Platz für 3. Nee, 6. Oder? Ja, 6 Knödel liegen hier. Wenn es 8 wären, wäre es besser, dann hätten wir 2 volle Fahrten. Weil 2 habe ich schon drauf. Schleppt die jetzt mal noch ganz oben, schon mal jetzt alle einzeln. Ja, mal, oh Gott. Tadam, 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 tadam. Aua. Der größte Let's Play für den Anfang. Blöd. Diese kleinen Teile pieksen ja auch. Ja. Aua. Wenigstens nicht so doll wie die großen. Einfach piezen wird ja auch lustig auf wüstenhaften Planeten. Da wissen die Leute schon, was das sowas machen mit dem Wall. Ja. Oder wir bauen uns auch durch auf. Ja, aber machen wir eigentlich nicht das, ne? Machen wir einfach so eine Auffahrt mit so einer kleinen Art Schutzmauer. Halt, ich muss halt sozusagen die Solar- und Windsachen aufgebaut werden. Ja gut, das kriegen wir hin. Was aber ist an sich, wenn man an sich, wo ich halt die eine Basis aufgebaut habe, habe ich den Kreis sozusagen um die Basis auf umgestellt alles. Da hat es eigentlich fast immer Wind gegeben, sozusagen. Ja. Vielleicht müssen wir auch einfach aufpassen, dass wir die Windteile halt nicht an windstille Orte machen. Weil an sich scheint es mir fast immer, dass der Wind sich irgendwie immer auf der Windrichtung wechselt. Und deswegen habe ich einfach von der Mitte aus an sich 4 Richtungen alle halt sowas aufgestellt. Dann ist fast immer Wind eigentlich. Ja, ist ja logisch, dass der Wind sich auch, also dass der Wind auch dreht, ja. Mit Physik haben die hier im Spiel ja alles richtig gemacht eigentlich. Das muss man schon sagen. Oh, ich höre einen Sturm. Ist nicht Kaffee hart.
das. Nein, schön nicht. Ist ja auch Kaffeehake. Ja, habt ihr fast mal vielleicht, dass ich das eine Spiel wiederhole, weil Sattel ja Sommer-Sale ist an sich. Oder doch nicht. Kaffeehake. Du hast doch gesagt, in der Preview. Zu den Minutes. Ein Kaffee, das ist Kaffeehake. Ist. Was denn? Stell wieder die Zeit um. Ja, weißt du, dass du jetzt kommst, ne? Hm? Ja, ja. Ich muss lachen. Ja, ich würde mal gucken, wenn er nicht tatsächlich die nächste davon dann müsste. Und die davon dann. Nicht hier von die nächste, sondern nicht. Die nächste, wo viel die Biest noch an sich ist. Weil man die Leute ja nicht mal eine Person drüber schmeißt, ins Trennbus fast der Häuser. Nehmen Sie schon eine Art kleine Schnellstraße. Bisschen. Also, naja, so eine Art Auffahrt, so war das eher. Ja, das ist halt eher auch so zu Fall, dass man dann fühlt. Ich frage mich, wird ich dann werden? Aber müsste er, glaube ich, jetzt so gemacht haben auch, dass er jetzt endlich auch jede Folge auch an sich mit aufnimmt. Weil viel muss man ja auch teilweise drehen, bis er die Aufnahme mal immer startet. Das nervt. Also, er ist dabei. Aber hat eigentlich keine Lust darüber. Manchmal wohl schon. Manchmal sagt er das nicht. Kein Wort hat oder was er sagt, manchmal. Warum macht er denn das mit? Das hat überhaupt keinen Sinn. Ja. Hast du da die Leute noch was anderes ausgemacht oder wie? Ja, ganz kurz. Ein bisschen umgestellt. Ja, so ist besser. Ja, das ist wirklich immer gleich mal fragen, würde ich mal. Ich meine ja sozusagen, wenn halt das hier an sich. Ja, das ist jetzt in die Blüte selber. Weil das. An sich sozusagen. Wird es ja auch noch ein bisschen dauern bei Watch Dogs, auch hier. Wir werden sehen, was früher endet, Watch Dogs oder S-Turnier. Einfach weil er es trainiert wie ein Content irgendwann mal ja am Ende sind. Ja, es gibt ja mehrere Planeten und mal gucken, vielleicht machen wir wirklich mehrere voll. Also ja, mehrere mit ja. Der Basis eine Route aufbauen. Ja. Machen wir mal gucken. Also zu einem Winden, wenn allein von den beiden Breiten nur das Ende ist, dann mal. Dass der. Halt davor hatte mal, dass wir vielleicht sozusagen, wenn wir zu dritt wären, dann halt in der Mitte weitermachen würden, ja vielleicht. Halt, wenn wir zu dritt wären. Weil zu zweit haben wir halt eher nicht mehr so viel Bock, würde. Ja, wenn man schon alles auf Level 70 getan hat und keine Person mehr, die noch irgendwas vor sich hat, dann. Eigentlich schon noch vor sich hat, aber sozusagen eigentlich nochmal von vorne. Ja, für einen selbst ist das dann schon ein bisschen blöd. Und halt an sich das Let's Play mit Level 70 weiterzuführen, das wäre ein bisschen auch ein bisschen blöd. Ja. Weil an sich habe ich, wenn das da ist, habe ich ja den Charakter ja auch noch. Du, ach, den. Auch. Den, Let's Play Charakter. Kann sein. Weil die, wenn nicht mehr, kann ja eigentlich ja fast sein, dass ihr alle dann von vorne und von, wenn ihr dann ja. Mitmachen würde. Macht ja auch keinen großen Unterschied dann eigentlich. Wofür ja, das ist eigentlich teilweise praktischer. Ja, wäre eigentlich wirklich praktischer. So, also gut.
War alles einmal ein Hit, was hier dran war. Nein, das wird jetzt. Das Erdungstüll hat dann noch so viel Platz, okay. 100. Weil an sich das wäre ja eigentlich sozusagen ja auch dann ein bisschen lange das Projekt, wenn wir das wieder mal auflaufen lassen würden. Dann wird das ja auch ein bisschen dauern. Besonders das Projekt will wohl dann auch 30 Minuten voll und dann wieder betrieben. Weil das mit 20 Minuten voll durchzutrieben. Aber jetzt hat nicht so ein großer Unterschied, wenn wir trotzdem, man würde ihn glaube ich trotzdem eine Vollzahl glaube ich schon bemerken. Ja, deutlich. 30 Minuten voll oder 20 Minuten voll? Ja, auf Dauer würde man es deutlich bemerken. Da mal ein Loch. Da mal ein Loch. Ja, an sich mache ich jetzt hier vorne ein Erzlager. Aha. Bin jetzt baue ich unten mal ein bisschen ab an sich. Keine Sorge. Keine Sorge, der Truck ist bald wieder da. Ich war gerade noch unterwegs so eine Art Straße versuchen. Boah, nee, Kacksturm. Verpiss dir. Alter. Das Loch mit Verbindung ist ein bisschen voll. Energie wird eh nicht mehr, ne? Den wende ich ab, wenn man sozusagen vorne. Energie auch rein. Die eine Mischpumpe da auch. Batteriet, was wir direkt hier vorne noch haben. Begraben wir die kleinen Teile auch hier mal. Mitten im Sturm baue ich einfach meine Straße hier weiter. Ich bemerke den Sturm ja auch schon wieder unten. Das ist echt nervend. Also wenn man das mal in den Höhlen bemerkt, ist ein anderer. Naja. Ah, Amazon-Pakete. Ja, ich warte noch auf eins. Was ist es dabei? Au, aua, ja, hab's gerade gefunden. Ist es ein Festplattenkabel oder was? Ein Festplattenkabel? Das war Briefbombe. Weil das ist ja, wenn ich da so, Alter. Ich warte hier trotzdem unten. Wenn ich warte hier, würde ich dann auf so ein Kabel. Um jetzt sozusagen vielleicht mal die eine Festplatte mal wieder anzuschließen, wo halt Backup-Dateien dann noch drauf fahren. Verdammt. Okay, 2.13 Uhr. Steht ja nur auf der Stelle. Mach ja die Straße. Aber Schaden liegt. Ist der Mr. 1? Na, das ist keins. Das ist voll die Kackstraße, aber naja. Wird zu sehen, wenn ich mal hier aus der Höhle komme. Mach's erstmal besser. Aber weiß, das ist schwer. Ja, vor allem weil der Planet ja wirklich so rund ist an sich. Das wird auch nochmal ein bisschen schwerer. Ja, als hätten die nicht, ich meine, Bergbau ist schon immer schwer. Oder auch. Ja, du weißt da noch nicht, wie wenn du weiterbauen wirst mit der einen Sache da. Weißt du, was ich meine, oder? Nö. Weiß nicht, was ich meine? Nö. Wirklich? Nö. Bei deiner Map. Ach so, was soll ich denn machen?
Das war halt doch, was ich machen soll. Ich würde auch nicht, wie du das Teil da bauen würdest. Ja, ja, ja. Hast du mal gegoogelt, ob du vielleicht sowas in Minecraft gebaut findest? In hässlich, ja. Ist es ja, ich will ja, dass es nice aussieht, ja, wirklich gut aussieht, aber. Das ist halt eine sehr schwere Sache, was du davon hast. Naja. Hat ja Zeit, wir haben ja erstmal genügend an sich. Ja. Von den Maps. Wo ist denn dein Ressourcenlager? An sich, hier unten, das ist ja. Ich mach's ja gerade hier unten bei der großen Höhle, bei der Grünhöhle. Das ist halt auf der anderen Seite sozusagen, wenn man gehen will. Moin. Hallo. Da runterspringen und dann einspringen? Ich glaube nicht so, weil da unten sind ein paar Samen von den Teilen. Wie unten? Links von mir unten? Da müssten so ein paar Samen von den Zeug derzeit. Eigentlich. Wie viele das denn hier zu? Ich bin gerade bei dem Truck wieder angekommen, ne? Nur mal so nebenbei. Bäh, bei der Nase. Hast mir voll den Dreck in die Nase aufgeschüttet. Fast hier zu. Ah! Welche Nederpiste, die wir teilweise eigentlich schon mal praktisch bei dem Spiel. Also, das ist ja kein Spiel, was sowas eigentlich hat. Zwei Leute waren an derselben Stelle. Hast du gefurzt? So, die Pflanze. Weiß ich doch. Ist aber wieder keiner. Hier ist ja noch ein Gang. Mal gucken. Da fällt auch noch was ein, gerade. Dass ich das andere Spiel ja auch noch einrichten darf, wieder neu. Weil da werden wir ja eigentlich auch noch was testen müssen. Das ist ein blödes Lager. Oh. Brauchst du noch eine Batterie? Wo bist du? Eine große, meine ich. Wo bist du? Hier lang. Ja, hier lang. Moin. Gibt's hier unten auch noch andere Sachen, oder? Ich hab gerade die Batterie gesehen, ich glaube sonst da hinten ist. Da. Hier sind häufiger. Ah, die können sich auch ruhig seltener machen. Wenn du dort anleuchtest, da vergraben willst. Die könnten ruhig seltener sein. Ach, die habe ich zum Vernichten gerne. Ich lege den hier vorne dann mal dazu, an sich. Ich nehme aber hier ab an sich. Mhm. An sich sammelt sich auch im Lager auch noch seine Energie wieder an sich ein bisschen an. Jetzt liegt hier eine Batterie. Ja. Sonst haben wir nichts? Doch, die suche noch weiter rum. Ich meine, weil wir doch noch Forschungsgürtel vorhin hatten, die ich nicht zum. Ich hatte noch ganz nach oben geschleppt schon die Teile. Das werden wir, okay. Dein Ressourcenlager ist aber nicht hier in der Nähe, oder? Wo die Batterie ist. Da habe ich nichts gesehen an Ressourcen. In der Wand.
Warte. Ich hab die Wand platziert. Oh. Und hier. Ah, da! So. Und weitere Höhlenabschnitte zum Abschließen. Warst du denn hier? Gut, auch gut mit dem Truck hinkommen. Aber ich meine, das ist der untere Bereich hier, die Höhle da oben ist ja. Die führt ja auch nochmal in andere Unterbereiche. Ja, wahrscheinlich. Ich bin ja hier unten gerade unterwegs. Mhm. Also, nur noch muss dauern. Ach, apropos Ressourcen mal abholen hier. Aber das will ich noch nicht brauchen. Mitozin ist ein Herstellmittel. Ding. Was er da nicht mehr abgepackt hat, an sich drängt. Finde ich gar nicht komisch. Also, ist ja logisch, eigentlich. Aber die wohl erstmal vielleicht so in Vernunft mal so gemacht. Ja, damals gab es ja auch noch nicht die Tanks. Und ja, da war das hier jetzt, würde jetzt Energie kosten. Die Tanks ja noch nicht ab. Ja, wieder aufschütten, meine ich. Energiekosten vorher. Alles hat ja vorher Energie gekostet, wenn wir die Werkzeuge auch abbauen. Jetzt ist das hier nur noch mit den Upgrades, was ich viel besser finde. Viel besser. Puh, Alter. Das ist echt schwer mit dem Truck. Hast du gerade die Teilung gefahren? Was? Die Verbindung? Oh. Moment. Hast du jetzt wieder Saft? Ja. Du bist automatisch. Mit einer Höhle ohne Sauerstoff. So, wo war ich denn hier noch nicht? In welche Richtung muss ich jetzt nochmal? Diese Höhlen sind so riesig. Unser Forschungsknödellager ist ein bisschen voll. Ich glaube, ich baue das gleich mal aus. Ich glaube, du solltest vielleicht mehr Forschungsstationen bauen. Mehr Forschungsstationen bauen? Ja, kann ich machen. Ja, wie das damit weitergeht, seht ihr in der nächsten Folge. Tschüss. So ein